Metroid heißt das Spiel heute bei NES Remix 2 und wir fangen direkt an mit der ersten Mission. Hol den Morphball und setz ihn ein. Okay. Wenn ich wüsste, wo der ist. Ach, in die Richtung. Vielleicht mal falsch gerannt. Das Spiel kenne ich leider. Ach, ich kann so hoch springen. Okay. Da ist er schon. Okay, cool. Ja, ich kenne das Spiel leider nicht wirklich. Öffne die Tür mit B und gehe hindurch. Okay. Wo ist es denn? Oh Gott, da ist ein Gegner. Wir müssen aufpassen. Da ist die Tür. Und das, glaube ich, haben wir gelöst. Okay. Metroid scheint jetzt auch nicht so schwer zu sein. Hat zwar schwere Stellen, aber es scheint sozialer zu sein als Kid Icarus, Zelda 2 und Super Mario The Lost Levels. Obwohl das Spiel ja hier wirklich nicht schwer war. So, wo sind denn diese Missiles? Ist das eine? Nö. Ich steppe hier. Ja, wo ist denn eine? Hallo? Hä? Auf der... Hä? Irgendwo auf der anderen Seite, oder was? Hitschiu! Ah! Entschuldigung! Nisa. Ah, da ist sie! Da ist sie! Nein! Ach Gott, ich bin noch nicht down. Ich bin ja noch nicht down. So. Spring... Spring doch da... Ich will doch nur das Teil da haben. Ist das so kompliziert? Samus? Ach, Samus, du wirst doch wohl da hochkommen. Geht doch. Und wie setze ich die ein? B drücken? Keine Ahnung. Mit Y oder Minus? Ach so, Select ist es. Warte mal. Wechsle zu den Missilen und töte den Gegner. Ach so. Oh, okay. Last Minute gelöst. Öffne die rote Tür mit 5 Missilen und gehe hindurch. Ach, jetzt sehe ich das. Die Kanone wird dann blau. Sie ist grün und wird dann blau. Oh. So hat man das also damals gemacht, weil man hat hier überhaupt kein Interface, wie es auch sieht. Und was ist das? Okay. Keine Ahnung. So, nächste Mission. Wir haben 17 vor uns, oder? Sammle die Bombe ein. Okay. Und wie? Ach, kaputt machen und dann einsammeln. Super. Setze den Morphball ein und... um den Gegner mit einer Bombe zu besiegen. Okay. Zerstöre den Boden. Hier. Okay. Gehe durch die untere Tür. Okay. Wo ist die untere Tür? Ach so. Oh, das ist aber ein böses Secret. So, und das ist die untere Tür. Yes. Aber da läuft man doch sofort den Gegner rein. What the fuck? Naja, hat geklappt. 3 Sterne. Müssen wir nie wieder machen. Gut. Und es sind nur 12. Okay. Geht ja richtig flott hier. Geh durch die Tür auf der rechten Seite. Okay. Die Musik ist so nice. So. Metroid-Musik ist cool. Die mag ich. Besonders die Versionen in Smash Brothers. Da noch durch. Und dann noch hier durch. Ich hoffe, das ist kein Labyrinth. Und natürlich ist es ein Labyrinth. Aber hier läuft keine Zeit. Das ist das Gute. Wo war denn jetzt das Richtige? Ich habe gar nicht aufgepasst.
Hier oben? Ja. Könnte man als richtig deuten. So, dann hier hoch. Und da ist er. Super. Kleiner Parcours durch die Metroid-Welt. Und das war leider nicht gut. Okay, da musste man den Weg auswendig kennen. Kenne ich aber nicht. Ich habe das Spiel wirklich nur mal angezockt. Aber durchgespielt nie. Und auch nicht weit. Öffne die Tür mit 5 Missilen und gehe hindurch. Okay. Hä? Welche Tür denn? Hä? Ich glaube, die reden von einer anderen Tür, von der roten da, oder? Ja, jetzt habe ich aber keine Missile mehr. Uah. Oder Missiles. Glaube ich, wird es ausgesprochen. LOL. Der Gegner. Wie er mitkommt. Hol dir den Ice Beam. Okay. Neues Upgrade. Geh durch die Tür. Und friere die Gegner mit dem Ice Beam ein, oder was? Ach, der war eingefroren. Ups. Ah ne, der Eisbeam friert Gegner ein. Okay. So. So ist das gemeint. Und das ist ein knapper Sprung. Okay. Und jetzt. Von hier oben. Schießen. Oder was? Ah, da ist ein Gegner. Oder muss ich hier durchlaufen? Ach so, da. Was? Da drauf kann man stehen? Oh, das ist aber dann eine krasse Stelle. Wow. Die kann ich dann niemals auf Anhieb schaffen. Boah, was ist das denn für... Warte, kann ich da hoch? Nee. Die Stelle ist aber fies. Naja, hier haben wir schon sehr lange getrödelt. Es muss jetzt besser werden. Spam, spam. Okay, gut. So, dann da hoch. Und dann rennen wir hier irgendwie drüber. Meine Energie ist auch nicht mehr die höchste. Dieser Drache, oder was das ist, nervt auch ein bisschen. Ja, ein bisschen viel. Ich will doch da nur durch. Und ich schaff das nicht. Ach Gott. Na los, komm. Spring doch. Spring doch normal. So. Ach Gott. Immer noch nicht. Dann ist es jetzt RIP. Außer ich schaff's es jetzt. Nee. Nicht geschafft. Dann müssen wir das erneut probieren. Und die 100 oder die 3 Sterne sind weg. Schade. So, jetzt können wir uns hier auch ein bisschen Zeit lassen. Hier ist ja schon das letzte Ziel. Und hier müssen halt einfach die Sprünge schaffen. Wir müssen die Sprünge halt hinkriegen. Ist aber gar nicht so leicht. So, wir haben sogar einen Doppelsprung, sehe ich gerade, oder nicht? Nee. Was ist das? Okay, das Feuer von ihm können wir nicht einfrieren. Ach, ich... spring doch normal rauf. Warum macht er... Warum springt er manchmal normal? Und manchmal musste er... diesen Kreiselsprung machen. Hallo. So. Ah... Mann! Was für eine Geburt. Geh durch die Tür direkt über dir. Ah, habe ich ja auch Ice Beam. Ja.
Das ist nicht so geil eingereimt. Okay, komm. Ach, die tauen auch wieder auf. Aha. Na los, komm. Komm doch, hey. Ey, ich treff überall nur die Stelle, die ich brauche nicht. Mann, Samus. Bitte, ein bisschen mehr Kooperation. So. So. Genau. Ah. Geht doch. Und dann komme ich da nicht hoch. Ich könnte kotzen. Na los. Spring doch da. Wie hoch geht, ist es denn noch? Ah, ist das nervtötend. Ice Beam. Ich hasse dich. Glaubst du, ich komme da hoch? So. Ah, den kann man nur von hier unten irgendwie treffen. So. Und dann taut der natürlich wieder auf. Genau. Beim Blackstar kann man das ja machen. Ey, spring doch jetzt da hoch. So. Nein, 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 ich bin am Ziel. Nein, du dummer Käfer, komm doch her. Ah, nee. Und den kann man wirklich nur von hier unten treffen, ja, tatsächlich. Lol, und dieser Sprung, ja, ist tatsächlich nicht machbar. Ganz große Klasse. So, jetzt MLG Pro und so. Ist auch scheißegal, welche Seite wir holen. Komm, mach hinne. Und jetzt... Find rein. So. Und aufmachen. Wunderbar. Puh, geht doch. War doch nicht so schwer. So, Level ab. Und wir bekommen Tanuki Mario. Und jetzt sind wir schon in der Hälfte. Geh durch die Tür über dem Geheimgang. Was? Geheimgang? Und wie komme ich da hoch? Ach so. Okay. Wie fies. Geh durch die Tür im unteren Geheimgang. Ach, hier rein jetzt. Okay. Gut. Sammle die Missiles hinter dem Eingang ein. Ach, da hinten. Ja, da muss ich mal schauen. Wo ist denn jetzt? Oder wo geht's weiter? Es läuft keine Zeit. Ach, und hier sind wir angekommen. Schön. Sind das jetzt stärkere oder was? Ist das ein Upgrade? Oder einfach nur Munition? Wird einem nicht gesagt. Okay. Dann habe ich auch nicht gefragt. Ne? Ja. So in etwa könnte man das jetzt lösen. So, und bei den Remix 2 sind wir auch bald durch. Schön. Jetzt kommt die Nummer 7. Hol dir den Wave Beam. Geht das dann auch irgendwie hier unten oder wie? Ach, warte mal. Ja, eine Stelle, die irgendwie kaputt ging. Aha. Jetzt müssen wir hier durch. Und ist der Wave Beam hier irgendwo? Keine Ahnung. Pff, ich habe keine Ahnung. Müssen wir mal schauen. Ja, vermutlich ist er da drin, ne? Okay. Upgrade, aber passt es auch? Ja, okay. Besiege 10 Gegner. 10 Gegner. What
ist das denn? Das ist der Wave Beam. Okay. Kann ich damit Gegner töten? Ah, tatsächlich. Lol. Ey, der ist ja OP. Geil. Und die Gegner geben Energie her, heißt, wir können unsere Leben auffüllen. Ja, dieses EN steht für Energie und sind unsere, oder ist unsere Lebensanzeige. So, noch 4. Oh Gott, renn. Ach, jetzt haben die uns wirklich gekriegt, im Ernst. Naja, hier haben wir halt sehr viel Schaden genommen, obwohl es so leicht ist. Au. Mistvieh. So. Die bleiben ja auch noch ein bisschen stehen, wenn man sie trifft. Also kommen sie erst gar nicht an einen ran. Muss man auch bedenken. So. Jetzt klappt's aber. Energie, Energie, danke. Und da ist der letzte. Das letzte Opfer. Halt hier geblieben. So. Drei Sterne, geil. Und wir erreichen die 200 Sterne bald. Erreiche mit einem Bombensprung. Die Tür, okay. Und wo ist diese Tür? Ach so, das war nur dieser eine Passage. Ja, anscheinend. Okay. Sammle den Energietank ein. Okay. Energietanke sind dazu da, wenn Samus mal 100 Einheiten verliert seines Lebens, dann, ja, wenn man einen Energietank verbraucht, dann hat man halt noch einmal 100 Energie, ist sozusagen ein One-Up. Und da ist er. Schön glänzt er. Schön. Sammle den Energietank ein. Und wo soll er sein? Hier im Geheimfach? Oder, warte mal. So, da rein. Ja, scheint so zu sein. Ja, da ist er. Okay. Müssen wir schauen, wie kommt man zu ihm? Au, au, au. Ich kann mich nicht mehr... Ich kann mich nicht mehr bewegen. What the fuck? Ich sterbe hier unten. Ach, jetzt geht's aber... Ach, jetzt geht's auf einmal. Alles klar. Ja, dann geh... Macht dir das Leben halt leicht. So. Gibt zwar keine Sterne mehr, aber immerhin, Ziel erreicht. Mission clear. Sammle den Energietank ein. Ah, diese Arschlöcher. Die lieben Entwickler, ne? Hä? Mist, okay. Okay, was ist das wieder für ein Spielchen? Hä? Wie soll ich denn da rankommen? Hallo? Wenn ich falle, kann ich dann springen? Oh, es war so leicht. Hätte die 200 geben können. Aber der Blackstar war mal wieder zu dumm, um es zu checken. Hol dir die Screw Attack, ohne Schaden zu nehmen. Ah, ohne Schaden zu nehmen in Metroid. Das, ja. Ist heftig. Ohne Schaden zu nehmen. Ihr seid doch krank. Oder? Oder? Warte mal. Oh mein Gott, Spam, Spam, Spam. Ich hab's geschafft. Boah.
Oh ne, wenn jetzt noch dreimal ohne Schaden zu nehmen kommt. Ja, jetzt kriegst du's. So. Die Screw Attack, yay! Jetzt können wir uns so schön spinnen. Nimm Anlauf und springe mit der Screw Attack um die Screw Attack zu benutzen. Besiege 5 Gegner mit der Screw Attack. Okay, einer ist down. Nächster. Und tot. 5 Gegner, okay. So schwer kann das nicht sein. Na, wenn die Gegner von oben kommen. Und nochmal. Hallo. Ja, kommst du. Ja, danke. Und die down. Wunderbar. Ja, Freunde, ich würde sagen, im nächsten Part machen wir dann an dieser Stelle weiter. Bis dann und ciao.